Guten Morgen, Leute. Ich komme frisch aus der Dusche. Und hier drin in meinem Wohnzimmer ist es gar nicht so warm wie sonst, weil wir gestern die Heizung runtergedreht haben. Und jetzt so. Ich wollte mir einen kleinen Tee machen. Es ist so gegen 9. Ich lieb's. Vielleicht lasse ich das einfach immer hängen. Einen kleinen Tee machen aus dem Adventskalender. Basengrüntee. Kräutertee. Basenkräutertee. Hast du schon dein Weihnachtsessen geplant? Ich bin gerade beim Tüfteln. Es soll etwas Besonderes sein und das Gute liegt oft so nah. Ich lasse mich am liebsten am Bauernmarkt inspirieren oder schaue nach, was es Spezielles im Bio-Kistel gibt. Weihnachtsessen war gestern tatsächlich auch ein Thema, kurz bevor die Dominique zum Beispiel gegangen ist. Und sie hatte gemeint, sie hat oft Inspiration von einer auf Instagram. Und das will sie mal in die Gruppe schicken. Und da werde ich mal gucken. Ansonsten war mein Plan bis jetzt, einfach nur Beilagen zu essen. Also bei uns wird es wohl immer Klöße und Rotkohl oder Rosenkohl geben. Und da noch irgendwas dazu zu machen, irgendwie vegane Würste oder veganes Tofu. Also keinen Riesenaufwand starten, aber vielleicht starte ich auch mal einen Riesenaufwand. Hätte auch irgendwie Lust. Jetzt habe ich mir sehr viel Teewasser gemacht. Na egal. Hier stehen überall diese kleinen Geschenke rum. Von Chelsea die Oliven. Und diese kleine Dose. Gestern war sie in der Dose, war alles voller Mandeln. Und jetzt... Lol. Ich liebe gebrannte Mandeln. Es ist ein diesiger Tag, aber es scheint warm zu sein. Ich freue mich, ich mache heute einen Chill. Heute ist ein To-Do-Listen-Abhack-Tag. Jetzt mache ich erstmal Frühstück und dann starte ich den Vlog, worauf ich mich voll freue. Das jetzt 11.35 Uhr und ich habe schon wieder ein Hüngerchen, jetzt nachdem alles veröffentlicht ist. Ich habe jetzt noch gerade meine Nägel ablackiert, mich fertig für den Tag gemacht und werde dann jetzt auch was essen und dann auch schon losmachen. Heute Nachmittag kommt noch mal die Nina. Vorher will ich ja noch zum Sport alle Geschenke kaufen. Ist wirklich auch noch mal einiges heute. Ja, und dafür will ich gewappnet sein. Ist krass, wie lange man für alles braucht, wenn man alles ganz entspannt macht. Und da habe ich nicht mal den Miracle Morning gemacht. Ja, ja. So, jetzt gibt es ein paar Reste von gestern. Diese hat Nina gemacht, so geile gefüllte Blätterteigtaschen. Da sind so Kichererbsen und, glaube ich, Kidneybohnen und so drin. Hammer, habe ich auch noch welche. Und das habe ich gemacht, einfach Wurzelgemüse. Kräuterbutter von Leo, Hummus. Oliven natürlich. Love it. Es ist soweit. Ich mache los. Ich habe gegessen. Ich habe noch telefoniert jetzt lange. Jetzt mache ich los in die Stadt. Es ist jetzt 13.15 Uhr. Und besorge ein paar Geschenke. Zum Beispiel für Nina heute. Sie hatte mir gestern noch gesagt, was sie sich wünscht. Und ich hoffe, ich finde etwas Passendes. Gestern habe ich übrigens auch noch diese tolle Zitronenseife bekommen von der Sophie. Ich habe so viel Seife jetzt. Mein Leben ist ungefähr top ausgestattet. Einige Seifen und alle treffen total meinen Geschmack. Und ich bin einfach jetzt ein sauberes Nüsschen. Und so viele liebe Karten. Ein Buch habe ich noch bekommen, das habe ich auch gar nicht erzählt. Ich mache dieses Jahr, glaube ich, keinen Geschenke-Haul. Oder vielleicht zeige ich euch nur so im Vlog in Dresden, was ich bekommen habe. Also bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, was ich bekommen habe. Ich wollte dieses Jahr nicht so um die Geschenke zentrieren, weil einfach andere Sachen viel wichtiger sind. Aber von Rolf Dobelli, die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Das habe ich von Lina bekommen. Die hat es sehr empfohlen und da bin ich auch sehr gespannt. Und wie alle wissen, ich muss wieder mehr lesen. Deswegen freue ich mich und das motiviert mich, auf jeden Fall dies zu tun.
Ich mach jetzt los. Leute, ich bin erst durch die Stadt gewatschelt ohne Erfolg. Aber dann kamen mir doch Sachen über den Weg und jetzt bin ich ganz happy. Nicht richtig happy, aber schon okay happy. Es ist halt irgendwie immer das Gleiche, was man schenkt. Das finde ich schade. Ich hatte keine große Eingebung oder sowas. Aber es passt, denke ich. Und es ist auch ein bisschen cool. Und ich hätte es auch gerne. Also kann es gar nicht so schlimm sein. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach Ninas Geschenk. Habe ich noch nicht das Perfekte gefunden. Und ja, Punkt. Das ist jetzt mein letzter Siegeszug. Und dann gehe ich zum Sport. Es ist auch schon um 3. Um 17 Uhr wollte die Nina ja dann schon kommen. Oh mein Gott, kriegt das mal hin. Hallo, Madams und Messieurs. Man hängt ja eigentlich kein S dran im Französischen. But whatever. Ich bin wieder da und Nina kommt in einer halben Stunde. Ich habe alles gut hinbekommen, Sport. Ich habe nicht ganz so lange gemacht, aber gereicht. So, im Moment bin ich auch nicht so motiviert. Also nicht motiviert, so über meine Grenzen zu gehen, sondern mache einfach nur so Sport als Ausgleich. Also es ist ja auch eigentlich genau das, wofür ich das machen wollte. Ich war einkaufen, Geschenke, und muss jetzt Nina das Geschenk schnell einpacken und überlegen, welche dieser Karten für sie ist. Doch, ich weiß, welche dieser Karten für sie ist. Diese Karte ist eine besondere Karte, denn die ist so aus Stoff und die, ich weiß nicht, ob ihr seht, aber sie glitzert ein bisschen. Ich habe noch 2 andere Karten und die kriegen aber 2 andere Personen. Und das ist der Kasten. Und dann habe ich, sie hat sich Ohrringe gewünscht. Ein Glück, im letzten Geschäft, wo ich dann war, habe ich auch welche gefunden. Und zwar sind die, ihr war es wichtig, dass die so gut zum Klippen sind und nicht so Röhrchen. Und dass sie so irgendwie echtes Silber oder also halt kein Fake-Schmuck waren. Das sind einfach so kleine. Ich glaube, die haben die perfekte Größe, ehrlich gesagt. Genau, und die kann man eben klippen. Top. Und sie hatte auch was von einem Stein gesagt. Hätte ich dann keine Ohrring gefunden, hätte ich ihren Kristallstein. Das mag sie auch. Sie zieht nämlich oben. Bald meinte sie, oh, so ein Kristallstein ist auch schön. Dann habe ich jetzt einfach diesen kleinen, den man sich irgendwie in die Tasche legen kann oder so. Habe ich jetzt den für sie. Finde ich süß. Finde ich cute. So, und jetzt muss ich das alles irgendwie so verpacken, dass es Sinn macht. Kleine Dose. Rein damit. Habe ich irgendwie noch Papier und ein kleines Kärtchen schreiben. I like. Habt ihr schon mal so jemanden ein Geschenk anpacken gesehen? Nein? Ich auch nicht. Nina gone. Jetzt schreibe ich die Karten für die anderen Menschen, die ich... Nina gone, Nina done. Die anderen Karten für die anderen Menschen, die ich beschenke. Nina und ich haben gerade eine kleine Crystal Bonding Session. Ich weiß gar nicht, ob ich... Doch, ich habe es euch gezeigt. Und es stellte sich heraus, es ist ein Opal. Oder Opalit. Und ein Opalit, ich ihn, ja, aber es ist Opal drin. Daher der Name wahrscheinlich. Ich habe ihn basically einfach so gegriffen und dachte mir so, ja, das ist für Nina. Und das ist, passt sehr gut. Ja. Jetzt haben wir gerade die Bedeutung nachgelesen. Ja. Und das ist, davon redet man ja auch immer so bei Kristallzeugen und so und auch bei Tarotkarten, dass dieses Feeling, wenn du, was du hast, wenn du das raussuchst, ganz wichtig ist, wohin du dich gezogen fühlst. Aber vielleicht geht das auch schon wieder zu weit. Und sie trägt die Ohrringe. I really like it. Danke nochmal. Gerne. Leute, wie sehr liebt ihr Reste essen? So sehr wie Nina? Ich sehe ja besonders schön aus.
Ich bin auf meiner Couch angekommen. Es war sehr schön mit meiner Sisterin, aber los. Wie cool. Und ich schaue jetzt The Crown und mache nochmal meine Fingernägel. Ein Gedanke, den ich mit euch heute teilen wollte, als ich so durch die Stadt gerannt bin und mir gestresst war, weil ich nicht die Geschenke gefunden habe, die ich wollte und was ich im Kopf hatte und so, habe ich mir gedacht, wie doof das doch eigentlich ist, dass man sich so wegen irgendeinem Fest stresst. Und das ist alles, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, das ist nicht wert, weil am Ende die Freude auf den Gesichtern von den Leuten ist es ja schon wert. Aber dass das einfach so ein Ding ist, sich was zu schenken und irgendwie so ein Muss, finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht, oder es wäre ja wünschenswert, ändert sich das ja aber jetzt mit der Gesellschaft auch und diesem Bewusstwerden von Nachhaltigkeit, dass es eben nicht besonders nachhaltig ist, sich so viel Quatsch, also was heißt Quatsch, aber sich Sachen zu schenken, die man nicht braucht oder so, oder die man sich nicht wünscht. Ich finde es auch teilweise schwer, Leuten ins Blaue rein zu schenken und manchmal ist es vielleicht nicht so romantisch irgendwie, aber manchmal ist es auch schön zu wissen, aha, das will die Person, das schenke ich ihr auch. Und dann hat man genau das, was man will. Am besten hat man auch einen Link geschickt zu dem, was man möchte. Ja, ich habe hier auf jeden Fall ein paar Sachen hinter mir stehen, die ich auch morgen mit nach Dresden nehme. Das darf ich nicht vergessen. Erinnert mich morgen bitte dran. Und ja, auf jeden Fall ist der jetzt nicht, aber auf dem Stammtisch. Das sieht immer auch nicht. Das ist immer besser so. Die muss ich auf jeden Fall noch abschicken. Die werden wohl auch erstmal nach Dresden reisen. Ich habe es einfach vorher nicht geschafft. Und jetzt dieser Dezember war einfach der stressigste Monat. Wisst ihr, was mir vor uns eingefallen ist? Wenn ich in Regelstudienzeit fertig werden würde, wäre ich im Sommer fertig hier in Erfurt. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ein Glück studiere ich länger. Ich studiere zwar nicht ein Jahr länger. Ich bin ungefähr nächstes, also 2021 im Februar fertig, aber das ist, kommt mir trotzdem schon wie ganz bald vor. Und das finde ich so verrückt. Aber schön auf eine Weise. Ich finde es schön, dass ich noch mehr Zeit habe. Und gerade ist auch in meinem Kopf, ob ich vielleicht noch mal so ein Erasmus ein halbes Jahr mache. Ist gerade alles offen. Weil ich merke einfach, dass man so viel Zeit hat. Und ich habe auch so, früher war ich ja immer so, ich will heiraten, Kinder kriegen, blablabla. Aber also in letzter Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, alle seine großen Träume so früh schon abgeschlossen zu haben. So früh die Träume schon, was kommt dann noch? Und dass es halt einfach nicht auf diese großen Träume ankommt, sondern auf die kleinen, auf dieses Alltagsleben, auf die kleinen Dinge und das, was jeden Tag im Hier und Jetzt passiert. Und habe ich auch gestern oder heute wieder gedacht, Geburtstag, da fiebert man so lange drauf hin und dann ist das dieser eine Tag und dann ist der weg. Und so wird es bei der Hochzeit ja auch sein. So viel Vorbereitung, so viel Geld und dann ist es ein Tag und man hat richtig Spaß und dann ist es vorbei, puff, es ist verpufft. Und man hat nur die Erinnerungen und die sind natürlich schön und die leben weiter, aber ach, es ist einfach so wichtig, dass wir uns unseren Alltag, das wovon wir am allermeisten haben im Jahr und im Leben, dass wir uns den so schön wie möglich gestalten und so, wie wir das wirklich wollen. Mein Wort zum Abend. Jetzt sage ich an euch Tschüss, danke fürs Zusehen. Morgen geht's nach Dresden. Ich muss morgen noch ganz schön viel packen. Und auch für Teen, die Stuff machen, weil die To-Do-Liste wird nicht kürzer, aber wenigstens nichts mehr für die Uni machen. Ich habe auch so eine Lust, ja egal. Mir sind noch so mal Schlüsselfehler passiert, aber die Leute haben ein Glück Verständnis und alle sind irgendwie in Weihnachtsmut. Ja, wir sehen uns dann also möglicherweise morgen. Danke wie immer fürs Einschalten und bis dahin. Tschüss.